Die EZB hat viel versprochen und wenig geliefert. Der Finanzmarkt ist enttäuscht, es geht abwärts. Frau Navidi, wie bewerten Sie die Aussagen von Mario Draghi? Draghi hat sich wahrscheinlich zu dieser Äußerung in der letzten Woche hinreißen lassen, weil die Dinge mal wieder sehr auf der Kippe stehen. Es ist ein Notfall, es ist nicht wirklich etwas getan worden von der Politik. Es dauert noch, bis der ESM, der Rettungsfonds, steht. Eine Verallgemeinerung der Schulden zeichnet sich noch nicht ab und deswegen hat er ein Zeichen gesetzt. Aber hat er wirklich ein Zeichen gesetzt? Denn es wurden ja extrem viele Kommentare der vergangenen Notenbankentscheidung von Ende Juni im Prinzip wiederholt. Wo ist die Action, auf die der Markt gewartet hat? Man kann auch sagen, das hat der Markt halt so interpretiert. Er hat ja die Einschränkung gegeben innerhalb des Mandats der EZB. Ich denke, das war, wenn man das auch nochmal verbunden sieht mit der Reise von Timothy Geithner zu Wolfgang Schäuble, das verdeutlicht noch einmal so die Notlage, die besteht. Die große Angst ist halt vor einer Bankenkrise, einer erneuten, und dass die Leute alle überall in Europa das Geld von den Banken abheben. Es entsteht unweigerlich der Eindruck, dass die EZB mit der Bundesbank leicht auf Kriegsfuß steht. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Wie schätzen Sie das ein? Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, die gibt es aber alleine auch schon im Vorstand von der EZB. Auch dort stimmen nicht alle mit Draghi überein. Also von daher ist nicht alles so einfach. Es kommt auch darauf an, wenn jetzt die EZB Anleihen kauft von Staaten, wird sie das prophylaktisch tun, oder wird sie das erst machen, wenn Notlagen bestehen. Und auch da bestehen Unsicherheiten. Deutschland würde wahrscheinlich mit zustimmen, wenn man sagt, im Notfall darf die EZB halt dann Anleihen kaufen. Glauben Sie denn persönlich, dass die EZB früher oder später tatsächlich Staatsanleihen der Peripherie kaufen wird? Ich halte das für möglich, insbesondere wenn sich die Lage weiterhin zuspitzt und die Politik keine greifbaren Ergebnisse, Fortschritte vorweist. Jetzt gab es ja das Treffen, Sie haben es schon angesprochen, zwischen US-Finanzminister Geithner und Wolfgang Schäuble auf Sylt. Worüber haben die beiden wohl gesprochen? Also nach dem, was ich gehört habe aus US-Kreisen, insbesondere darum, nochmal genau festzulegen, was sind denn jetzt die Fakten, wo steht Deutschland, was ist von Deutschland zu erwarten, und auch nochmal von US-Seite zu kommunizieren, dass man vor den Wahlen zumindest nicht besonders wild darauf ist, über den IMF Hilfsmaßnahmen zu leisten, denn das muss man hier in Amerika verkaufen, den Steuerzahlern, dass man sagt, Europa ist eines der reichsten Gebiete der Welt und hier müssen unsere Steuergelder, wo wir selbst in der Krise sind, dazu benutzt werden, um Europa zu helfen. Bestätigt sich der Eindruck, dass Amerika versucht, mehr Druck auf Deutschland auszuüben? Druck durch Obama. Er selber hat ja auch gefordert, die Politik muss mehr tun. Die Bundesregierung spezifisch. Geithner war bei Schäuble. Lässt sich Deutschland das gefallen? Wird man einlenken? Kommt drauf an, wie man es interpretiert. Man kann auch sagen, Ermutigung oder Motivation. Natürlich wird die USA haben ein Eigeninteresse und natürlich werden sie versuchen, Deutschland dahin zu bewegen, etwas zu tun, was auch für sie gut ist. Europa macht ein Drittel der Weltwirtschaft aus. Es ist sehr wichtig und wenn es jetzt brenzlig wird, ist das nicht gut für die US-Wirtschaft und vor allen Dingen auch nicht für die Wiederwahl von Präsident Obama. Einige Kritiker werfen Mario Draghi vor, er sei zu bankennahe. Einige sprechen sogar von fast Lobbyismus. Ist die Kritik berechtigt? Ja, im Schlaglicht stand ja hier die Group of 30. Das ist eine Organisation, wo gesagt wird, das ist eine Lobbyismusorganisation. Das ist sie nicht. Das ist eine Denkfabrik. Das weiß ich zufällig, weil ich bei den Treffen in den letzten Jahren auch immer regelmäßig dabei war. Natürlich ist es berechtigt, das zu untersuchen und sicherzustellen, dass es keine Interessenkonflikte gibt. Und man kann auch nachvollziehen, dass die Öffentlichkeit das kritisch beäugt. Aber es ist ein bisschen am Problem vorbei. Diese Leute, die Zentralbanker und die Banker und die Policymakers, die sehen sich ständig und überall ganz oft im Jahr. Und die sind nun mal eng beieinander, wenn man Interessenkonflikte da begrenzen will, sollte man das anders machen. Man kann ihr nicht den Umgang verbieten. Frau Navidi, vielen herzlichen Dank und zurück nach Köln.